Ihr hört auch so gern Podcasts wie ich? Dann könnt ihr uns jetzt auch in der ARD Audiothek finden. Ernährungsdocs zum Hören. Arbeit im Gewächshaus. Umgraben für die Aussaat. Dass ihr das alles zum Verhängnis werden kann, hat Marina Wegener nicht gewusst. Die Brandenburgerin muss heute zu Hause ein Sauerstoffgerät immer in Reichweite haben, kann sich im Haushalt nicht mehr voll belasten. Dabei fing alles scheinbar harmlos an. Da war ich erkältet, also ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte stollen Husten, schwer Luft gekriegt, habe Schnupfen auch gehabt, bin dann zum Arzt, habe Antibiotika gekriegt, ging mir auch ein bisschen besser. Dann waren die Antibiotika alle, konnte ich 2 Tage später dasselbe wieder. Wieder zum Arzt, wieder Antibiotika, ein anderes. 2 Tage später ging es wieder los. Und dann habe ich ein drittes gekriegt und das war dasselbe. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Und dann war ich im Laufe des Vormittags in einer Lungenfunktion. Und da hatte ich nur noch eine Sauerstoffsättigung von 40% und war ab sofort dann sauerstoffpflichtig. Ein dramatischer Befund. Die Krankenschwester ist nun selbst Patientin. Doch niemand weiß, warum es ihr so schlecht geht. Ein Untersuchungsmarathon beginnt. In der Klinik sammelt ein Lungenspezialist die Befunde der schwer Erkrankten. Im CT entdeckt er Veränderungen in der Lunge, die ihn auf eine Spur lenken. Sie erkennen hier schon so weiße Inseln. Und wenn wir jetzt weiter runterfahren, dann entfaltet sich im Prinzip die Lunge. So soll die gesunde Lunge aussehen und so sieht die erkrankte Lunge aus. Und da wird relativ schnell klar, dass in solchen Bereichen die Funktion der Lunge, nämlich den Sauerstoff von der Luft ins Blut zu übertragen, eingeschränkt ist. Und dann kommt als nächster Schritt die sogenannte exogene allergische Alveolitis ins Spiel. Ein erster handfester Befund. Betroffen sind die kleinsten Bestandteile der Lunge, die Alveolen, also die Lungenbläschen, zuständig für den Gasaustausch. Von dort gelangt der Sauerstoff ins Blut und damit in den gesamten Körper. Bei der allergischen Alveolitis entzünden sich die Lungenbläschen als Reaktion auf einen Stoff, der von außen in die Lunge gelangt ist. Hält die Entzündung an, können die Lungenbläschen ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Die dramatische Folge: viel zu wenig Sauerstoff gelangt ins Blut. Die wichtigste Frage nun für den Experten: Wie konnte es bei der Patientin Marina Wegener zu einer solchen allergischen Entzündung der Lungenbläschen kommen? Die Spurensuche geht weiter. Letztendlich muss man dann, wenn man den Verdacht auf eine exogene allergische Alveolitis hat, nochmal mit den Patienten ein ganz ausführliches Gespräch führen. Weil die Ursache, das Einatmen von organischen Stäuben, letztendlich überall auf dieser Welt vorkommen kann. Um mal ein Beispiel zu nennen, also ein klassisches Erkrankungsbild ist die sogenannte Vogelhalterlunge, Taubenzüchterlunge. Dort haben wir innerhalb der Federn der Tauben Stoffe, die, wenn sie eingeatmet werden, zu einem solchen Krankheitsbild führen. Also berichtet uns der Patient oder die Patientin, dass sie zu Hause Vögel haben, Wellensittiche, Papageien, Tauben, dann ist das für uns ein Hinweis. Weitere Hinweise können Berufe oder Alltagssituationen sein, bei denen die Betroffenen bestimmten Substanzen in der Luft ausgesetzt sind. So sprechen Fachleute von einer befeuchter Lunge, wenn die Alveolitis durch Pilzsporen oder Bakterien in schlecht gewarteten Klimaanlagen oder Luftbefeuchtern ausgelöst wird. Bei der Saunabesucherlunge können Pilzsporen in verschimmeltem Holz die Ursache sein. Die Dampfbügeleisenlunge wird durch Bakterien im Bügelwasser ausgelöst. Und bei der Pharmalunge können Pilzsporen zum Beispiel beim Heuwenden oder bei Erdarbeiten in die Lunge gelangen. Und dort waren wir bei Frau Wegener fündig, denn sie hatte ein kleines Treibhaus, in dem sie gerne gearbeitet hat. Hier muss es also passiert sein. Bevor die Symptome auftraten, hatte sie im geschlossenen Gewächshaus lange die feuchte Erde umgegraben, aufbereitet für die Aussaat.
Der Verdacht bestätigt sich. Beim Bluttest findet der Arzt Antikörper gegen Aspergillus fumigatus, ein Schimmelpilz, der überall in der Erde auftreten kann. Jetzt, wo die Diagnose feststeht, kann sofort mit der Therapie begonnen werden. Geholfen hat der 63-Jährigen vor allem die Behandlung mit Cortison. So konnte die schwere Entzündung in der Lunge eingedämmt werden. Sauerstoff benötigt sie derzeit nicht, aber sie ist nicht mehr so belastbar wie früher. In ihrem Beruf als Krankenschwester kann die Brandenburgerin deshalb nicht mehr arbeiten. Wenn Marina Wegener heute ab und zu im Garten arbeitet, dann nur noch mit FFP3-Maske. Die schützt vor den für sie gefährlichen Pilzsporen. Ins Gewächshaus darf sie aber nicht mehr gehen. Ja, und daran sollte man sich halten, weil es wird sonst wiederkommen. Ich hab's hinter mir und möchte es eigentlich nicht nochmal haben. Ganz neu, die Ernährungsdocs als Podcast. Hört gleich mal rein. Wir zeigen euch, wie ihr mit der richtigen Ernährung Krankheiten lindern und vorbeugen könnt. Leckere Rezepte gibt's obendrein. Hier geht's zu unseren Folgen in der ARD Audiothek.